Sahib Armstrong lässt Ihnen mitteilen, dass die Tick gefunden wurde. Großartig. Wo war sie denn? Bürgers Haus wurde von oben bis unten durchsucht. Schließlich fand man die Schlange im Schuppen, in einem Bastkorb. Bin gespannt, was Durga dazu sagen wird. Sahib Armstrong lässt Ihnen weiter sagen, die Tick ist keine Buschschlange. Sie muss von einem Schlangenhalter gezähmt sein. Sie bewegt sich viel zu langsam. Interessant. Also scheidet nach Armstrongs Meinung Unglücksfall völlig aus? Ja, die Schlange wurde Kamita Maragat ins Bett gelegt. Das ist alles, was ich Ihnen ausrichten soll, Sahib. Wo ist Pura Maragat? Pura soll kommen. Ich will allein mit Ihnen sprechen, Durga. Gut, Radhi. Ist vielleicht auch besser. Kamita Maragat war Ihr Geliebter. Ja. Und Pura? Er warb um mich. Mit Erfolg. Seit Kamitas Tod ist er mein Beschützer. Aber er war schon seit langem eifersüchtig auf seinen Bruder. Er hasste ihn. Suchte nach einer günstigen Gelegenheit, um ihn aus dem Weg zu räumen. Nein, nein, Pura hat keine Schuld. Warum spielt er mir eine Komödie vor? Warum erzählt er mir, dass er am Mittwochabend, als sein Bruder starb, in Neu-Delhi gewesen ist? Er hat sie doch an dem Abend im Adelphi-Theater in ihrer Garderobe besucht, oder? Ja, er war in Bombay. Aber das sollte keiner wissen. Es hätte nur neue Schwierigkeiten für ihn gegeben. Er musste über jeden Verdacht erhaben sein. Schließlich ist er der Alleinerbe. Man hat die Tick, die Kamita Maragat tötete, in ihrem Schuppen gefunden. In wessen Auftrag haben Sie die Tick gekauft? Hat Pura das etwa auch inszeniert? Um keinen Verdacht zu erregen? Nein, Radhi, Sie sind auf der falschen Fährte. Dann zeigen Sie mir endlich die richtige. Ich bin schuld, dass Maragat sterben musste. Ich ganz allein. Erzählen Sie. Kamita und ich waren über ein Jahr zusammen. Wir waren sehr glücklich. Er las mir jeden Wunsch von den Augen ab. Ich glaubte, er würde mich nie verlassen. Ich fiel aus allen Wolken, als ich entdeckte, dass er mich betrog. Wann entdeckten Sie das? Vor ein paar Tagen. Wir wollten zusammen an den Strand fahren, aber er kam nicht. Ich wurde unruhig, dachte, ihm sei irgendetwas passiert und fuhr in seine Wohnung. Ich fand ihn im Salon auf dem Divan.